Hallo und vielen Dank für dein Interesse an Pearl und der Community. In diesem Video möchten wir dich über die Möglichkeiten und Inhalte der regelmäßig stattfindenden Pearl-Konferenzen informieren. Dich erwartet neben Theorie und Praxis eine sich rege austauschende Community, die organisiert, aber auch spontan das Miteinander neben der Konferenz in die Hand nimmt und frei gestaltet. Wir hoffen, auch dich demnächst als Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Ich besuche den Deutschen Pearl Workshop in erster Linie, um über neue Entwicklungen was zu erfahren, selbst Dinge zu präsentieren, die ich im Rahmen meiner Arbeit entwickle. Also das besonders Schöne an der Pearl Community ist, dass sie sehr freundlich ist, dass man mit den Leuten einfach reden kann. So many different people, like the real nerds and the real open people and the closed people that really flower open when they are having a good time. Der Deutsche Pearl Workshop ist eine mehrtägige Konferenz, die deutschlandweit an wechselnden Orten stattfindet. Mir hat gut gefallen, dass es für alle Skill-Levels Vorträge gab, also vom Anfänger bis zum Profi waren interessante Vorträge dabei. Die Informationsdichte war sehr hoch und es war trotzdem noch Zeit, sich zwischenmenschlich mit den Leuten ein bisschen zu unterhalten. Man kann in Lightning Talks kleine Vorträge selber halten, auch als Einsteiger und viel mit den anderen ins Gespräch kommen und direkt einfach Entscheidungen treffen oder das Programm beeinflussen. Ich fand es schön, dass es zwei Tracks gibt. Es gibt so die Möglichkeit, dass man immer mal wieder rausgeht, die Leute sieht und einfach in das Gespräch suchen kann. Ich denke mal, das eine ist schon mal, dass man hier eine sehr lockere Atmosphäre vorfindet. Also ich muss zum Beispiel hier keinen Schlips tragen oder eine Anzugjacke haben. Wenn man halt mal die Gelegenheit hat, mit jemandem, der am Pearlcore arbeitet, Bier zu trinken oder eine Cola oder vielleicht mit Larry Wall zu Abend zu essen auf einer Yapsi, dann sollte man das ergreifen. Das sind alles ganz normale Leute, die sind sehr antastbar. Was mir gut gefällt, dass dies Jahr auch wieder Workshops stattfinden, sodass einzelne Themen vertieft werden können oder dass auch Talks über mehrere Sessions hinweglaufen, sodass so ein Thema wie Git, was für uns alle relevant ist, vertieft werden kann. Ja, ich habe hauptsächlich den Session Chair im Knollendorf gemacht. Das heißt, ich habe den Raum bewacht und darauf geachtet, dass der Zeitplan eingehalten wird und dass die Leute auch die Tür zukriegen und sich hinsetzen, bevor der Vortrag losgeht und ähnliche Dinge. Das heißt, ich habe mich ein bisschen mit der Organisation befasst des Ganzen. Ich habe dabei trotzdem noch sehr viel von den Vorträgen mitnehmen können, mich sehr gefreut über die Themen, die es da gab. Da gab es sehr viele Themen, die mich brennend interessiert haben. Diese Konferenz lockt jedes Jahr ein nationales als auch internationales Publikum zwischen 60 und 120 Teilnehmern an. I like the talk by Curtis Poe very much. It's very nice to hear a lot of business cases being discussed. I like the talks by Jonathan Worthington very much because he's on the cutting edge of what Pearl 6 is doing. It's good not to live in your own bubble. It's good to meet others and see what they're doing, what their challenges are. Particularly for me as someone involved in the Pearl 6 design process and implementation process, it's also really important for me to come and see and hear feedback from people on the ground about what their concrete challenges and problems are as well. Pearl 6 is, to me, there's also a perception issue there because I've had clients who have not been aware that Pearl 6 is related to Pearl 5 in the way that, say, C Sharp is related to Java. And it's not an upgrade path, but it's such a completely wonderful language. It has the potential of being the only popular dynamic language with a working concurrency model. There are dynamic languages with working concurrency models. Find one that's popular. You're not going to do that generally. It is incredibly powerful, and it has the ability to be both concise and comprehensible at the same time. And it's amazing when I write up a very small point class as an example of what you can do, but put in tight constraints to make sure that you have a point constrained on your 10x10 grid and there's only certain ways you can manipulate it. And I can do this in three or four lines of declarative code
which just specifies things. You don't have to tell it how to do stuff, you specify things. And even the most concise of other languages generally are much longer, and you have to write procedural code inside of your objects, like if-else statements, things that, you know, Smalltalk doesn't have, for example, because Smalltalk really is a wonderful object-oriented language. And you can have this declarative syntax in there, and seeing more of this sort of thing showing up in the German Perl Workshop and others is a lot of fun. Many Perl people think that they're doing a job and that's it. Yeah? And they don't write about it, they don't speak about it, they don't brag about it. Das Marketing, das wird zwar besser, aber es ist noch, hat noch recht viel zu tun, wenn man es mit anderem Marketing vergleicht. Das ist den Leuten nicht bewusst, dass es Perl zum einen überhaupt gibt, als auch, dass man damit ganz gute Erfolge erzielen kann. Es fehlt uns so die Killer-Applikation, wie sie andere Sprachen haben, wie WordPress oder Jira. Wenn wir ein so ein Projekt hätten, denke ich, würde es mir auch viel Diskussion mit dem Management sparen, weil es dann einfach eine anerkannte Sprache wäre, wenn ich ein entsprechendes Produkt habe. Zum DevOps-Bereich, da hat es mich manchmal ein bisschen geärgert, warum nimmt ein Ansible Python als Default-API-Sprache und nicht Perl, wo Perl eigentlich speziell auf Linux-Systemen viel näher da ist, ist immer vorhanden und du hast diese Base-Module eigentlich immer dabei, wo man relativ viel, was da mit Python mühevoll abgefragt werden kann, einfach geschenkt bekommen hätte. Das zweite Programm, was ich zu Hause gelegentlich verwende, was auch ein Python-API hat und kein Perl-API, ist Blender. Das heißt, es gibt relativ viele Anwendungsprogramme, die sich entscheiden, APIs zu bauen. Da würde ich gern Perl-APIs sehen. Also meiner Meinung nach ist bei Perl 5 der Nachholbedarf, dass vieles nicht im Core ist, sondern dass, wenn man Dinge machen möchte, die momentan modern sind oder state-of-the-art sind, dass man alles über das Ökosystem machen muss. Es wäre schöner, wenn man schneller die Sachen haben müsste, beziehungsweise dass man sie nicht erst kennen müsste, um sie zu verwenden, sondern dass sie im Core wären. I think one of the biggest weaknesses of Perl is we're still trying to overcome the perception problem. Most people are not aware that there's a new release of Perl with new features coming out roughly every 13 months. Most people are not aware that we have, you know, brand new modern web frameworks. We have a lot of excellent tools for handling a lot of the problems that they face on a day-to-day basis, that we have a modern Perl movement where the Perl is clean and easy to read. And because we haven't done a good job of getting that information out there, we have the perception problem from a lot of people that Perl is written the way it was back in, say, the mid-1990s. Auf technischer Seite, dass es mehr mit Multiprozessoren und Parallelität mehr macht. Und ansonsten gut auf der Marketingseite, ja, dass Perl ein hipperes Image bekommt. Aber ja, das ist jetzt für mich nicht so wesentlich. I like to see Perl more used in education. Perl is an excellent language to teach people how to program, how to think logically, how to make things. And the nice thing about Perl is it's easy to start. So if you have a plan about, okay, I want to make this, with Perl you've got a prototype in a couple of days, maybe even a couple of hours. Ich liebe, dass Perl 5 so flexibel ist. Man kann damit im Alltag mal eben einen kleinen Einzeiler schreiben und auch große, wartbare, gut strukturierte Applikationen. Und dazwischen ist einfach alles möglich. Die Stärke ist, ja, vom Effekt her eigentlich CPAN. Das heißt, eine Library, sehr umfangreiche Library mit Lösungen für relativ viele Probleme. Die große Stärke von Perl ist meiner Meinung nach das CPAN-Archiv. Da gibt es eine Menge vorbereiteter Software, wo sich Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie man Probleme sehr gut löst. Da kann man sehr einfach darauf zugreifen. Des Weiteren ist Perl auf vielen Unix-Systemen vorinstalliert. Das heißt, ich kann damit relativ einfach arbeiten, ohne jetzt noch irgendwie eine andere Sprache deployen zu müssen vorher. CPAN ist einfach grandios. Ich habe jede Menge Code von Domain-Experten, den ich nachnutzen kann. Ein Großteil davon ist als Free- und Open-Source-Software veröffentlicht. Ist in der Regel sehr gut dokumentiert, sodass ich es schnell einfach nachnutzen kann. Ich denke, es ist eine robuste Sprache, battle-tested,
Es gibt viele erfahrene Leute, vielleicht nicht mehr so viele wie früher, aber es gibt sie nach wie vor. Und es gibt das CEPAN. Es gibt eigentlich für jedes Problem eine Vielzahl von Lösungen. Man muss sich nur darauf einlassen. Also, dass ich Perl wirklich für alles einsetzen kann, was ich so machen möchte. Und ja, das ist für mich die größte Stärke von Perl. The power of Perl, I think, lies in its flexibility and its adaptability. The world of software development has, of course, changed immensely over the years since Perl first came to exist. But in Perl, I see a language which was designed from the beginning to be able to evolve. Ja, es ist immer die Frage, ob man dem letzten Schrei immer hinterherlaufen muss. Und das kann natürlich nicht jeder Einzelne von uns. Aber manche können das. Und ich freue mich also jedes Mal darüber, wenn die großen Buzzwörter fallen und da jemand aus der Perl-Community, die meistens nicht nur in die Breite alles abzudecken gehen, sondern auch in die Tiefe sich wirklich damit beschäftigen und auch sich wirklich mit den Schwierigkeiten beschäftigen, die aus dem Weg zu räumen und verwendbare Lösungen zu schaffen. Wenn man davon immer wieder was sieht, irgendjemand möchte was Neues hochheben und ja, das können wir mit Perl, das zeigen wir. Wir hoffen, mit diesem Video deine Begeisterung geweckt zu haben und freuen uns, dich, dein Projekt und deine Erfahrung kennenzulernen. Neben den Konferenzen gibt es lokale Usergruppen, die sogenannten Perlmongers, wie zum Beispiel die Niederrhein-Perlmongers, die sich jeden dritten Donnerstag im Monat treffen. Weitere Informationen findest du unter pm.org. Eine Übersicht der nächsten Konferenzen sowie der Veranstaltungsorte werden ebenfalls dort veröffentlicht.